Hier seht ihr meine UVR 1611. Analogausgang von der Solarthermie hat 100%, das heißt die Pumpe läuft mit voller Geschwindigkeit. Jetzt gehe ich mal zu den Eingängen. Und da seht ihr, Kollektor hat 42 Grad um 9 Uhr morgens. Pufferspeicher hat 24 Grad, oben 29, obwohl es die letzten Tage extrem heiß war. Und wir schauen mal, Durchfluss Solar ist 0 Liter. Jetzt habe ich wieder eine Stagnation, wahrscheinlich hat sich hier oben Luft angesammelt. Und jetzt werde ich mit einer externen Pumpe versuchen, das ganze System durchzuspülen, weil ich nicht aufs Dach kann, um dort zu entlüften. Und das ist das, was mich jetzt eigentlich fast jedes Jahr beschäftigt, wenn es mal heiß ist, dass die Anlage in Stagnation geht und sich dann oben Luft ansammelt. Und das ist echt ein Riesenscheiß bei einer Solarthermie. Ich werde jetzt gleich mit so einer Gartenpumpe einfach das Ganze durchspülen. Und dann entlüfte ich an der Endlage, da ist so ein Luftsammler. Und wenn das gar nicht reicht, dann muss ich hier in diesen offenen Behälter die Solarflüssigkeit pumpen. So lange, bis die Luft aufgestiegen ist. Ja, das habe ich mal gemacht, mir die Pumpe zu kaufen. Einfach weil ich da immer wieder Ärger hatte mit der Anlage. Sehr schade, im Nachhinein hätte ich das ganze Dach mit Photovoltaik belegt. Da hat man einfach diese ganzen Wartungsprobleme nicht. Ich habe sogar einmal die Solarstation getauscht. Ich zeige euch mal kurz die Anlage. So, ich habe die Verkleidung abgenommen. Hier seht ihr die Anlage. Und hier habe ich eben die beiden Schläuche angeschlossen. Dann kann ich später einfach hier absperren und dann pumpe ich quasi einfach extern über meine Pumpe die Solarflüssigkeit und kann dann über diesen Luftabscheider entlüften. Das ist die einfache Variante, und wenn es eben nicht geht, muss ich in das offene Gefäß pumpen. Weil das Problem ist einfach, diese kleine hocheffiziente Solarpumpe, die schafft es nicht, gegen eine Luftblase oben am Dach anzupumpen. Und es sind von hier aus sind es zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss plus Keller. Das heißt, es werden so etwa 9 Meter Höhe sein oder vielleicht auch 10 Meter Höhe. Und wenn da oben sich Luft gesammelt hat, kriegt man die wirklich nur mit richtig Druck wieder raus. Und ich kann halt eben nicht auf dieses steile Dach gehen, um zu entlüften. All das sind übrigens Probleme, an die man auch vorab denken muss. Denn das heißt ja immer so schön, die Sonne schickt keine Rechnungen. Aber der Installateur, der natürlich jetzt so eine Anlage wieder fit machen muss, wenn der da kommt und die Solarflüssigkeit austauscht, mit seiner Pumpe anrückt, es durchpumpt, da sind, selbst wenn er schnell ist, gleich mal 2 Stunden weg plus An- und Abfahrt. Das heißt, da ist man mehrere 100 Euro, ist man da los, wenn er noch ein bisschen Material verbraucht. Also ich habe sogar einmal die ganze Solarstation getauscht, weil das Problem ist, hier sind ja auch so Rückschlagventile drin. Wenn die Anlage in Stagnation geht, dann verklebt auch diese Glykollösung, die habe ich dann zwar auch schon getauscht, aber wenn die irgendwo in den Ventilen reinklebt, dann tun diese Ventile nicht mehr richtig, und dann war es mir irgendwann zu blöd und ich habe die ganze Anlage getauscht. Das waren dann auch mal kurz 200 Euro. Gut, wenn man es selber macht, spart man sich immerhin die Montagekosten, aber es ist trotzdem total nervig. Und zum gleichen Zeitpunkt haben wir die Photovoltaikanlage installiert vor 10 Jahren, und da ist bisher halt überhaupt noch gar nichts gewesen, also 0 Euro Wartungskosten. Hier seht ihr zum gleichen Zeitpunkt meine kleine 6 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage. Die macht jetzt morgens um 9 schon schön brav 845 Watt. Das sind, da kann man mal durchgehen. Die hat genau 846, ist heute eben auch die Peak-Leistung. Die hat 2 Stränge, einer macht 423, der andere 445, die sind übereinander, deswegen hat der obere Peak-Strang macht wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Und wir haben, schauen wir mal, 1,1 Kilowattstunden heute schon produziert und insgesamt 56.932 Kilowattstunden. Und das ist halt das Schöne, man produziert einfach Strom, während die Solarthermieanlage in Stagnation ist und wir kein warmes Wasser haben, haben wir hier einfach schönen Strom und produzieren fröhlich weiter. Und das kann ich euch nur ans Herz legen. Also ich bin absoluter Verfechter von der Photovoltaik. Solarthermie ist einfach ein kompliziertes System mit Pufferspeicher
Glykollösung, Pumpen, Ventile. Das ist einfach kein wartungsfreies System. Und entweder macht ihr da eine jährliche Wartung, wo der Heizungsbauer halt auch seine 50 bis 100 Euro nimmt, oder ihr habt halt dann immer horrende Reparaturkosten. Und hier ist einfach so, der Wechselrichter, ihr seht es, das ist vielleicht schon ein bisschen altmodisch von Power One ist das, der Aurora. Aber dann haben wir jetzt eben genauso lang wie die Solarthermieanlage und da ist absolut noch gar nichts gewesen. Der produziert einfach zuverlässig Strom. So, mit der externen Pumpe haben wir jetzt einen ganz guten Durchfluss von 700 Liter pro Stunde. Man hört auch, dass ganz gut Flüssigkeit durchkommt. Das heißt aber noch sehr viel Luft im System, so wie das klingt. Also die Flussanzeige bewegt sich etwas, aber auch nicht wirklich beeindruckend. Ich habe hier oben das Ventil geschlossen, damit dann einfach hier extern die Flüssigkeit bewegt und hier dann quasi nicht ein Kurzschluss ist zwischen diesen beiden Schläuchen. Die Pumpe ist aus und hier habe ich quasi den Fluss unterbrochen. Und jetzt lasse ich es einfach ein bisschen laufen und dann kann ich hier die Luft ablassen. Also rein vom Klang her, finde ich, hört sich jetzt an, als ob weniger Luft drin ist. Der Fluss ist weiterhin sehr gut mit knapp 700 bis 800 Liter pro Stunde. Nach etwa einer Viertelstunde Spülen mit der großen Pumpe sieht man jetzt auch, dass die Luft sich quasi in der Flüssigkeit gelöst hat. Das seht ihr jetzt hier in diesem Flussmesser, der zeigt jetzt richtig hohen Fluss an. Wir haben ja drüben 800 Liter pro Stunde. Wenn man das durch 60 teilt, dann kommt man ja so auf etwa, wir haben ja so 700 bis 800, also kommen wir so in Richtung 11, 12, also passt das, dass wir hier Maximum sind. Und ihr seht, das sieht richtig schaumig trüb aus und jetzt muss ich halt eben nur noch diese Luft hier in dem Abscheider sammeln und dann kann ich sie da ablassen. Das ist mühsam, aber es ist einfacher, als jetzt die ganze Flüssigkeit abzulassen. So eine Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden wird es schon dauern, bis ich die Luft so draußen habe. So, langsam wird auch der Fluss höher. Also wir kommen jetzt immer wieder über 800 Liter pro Stunde. Man hört von der Pumpengeräusche, dass immer mal wieder so ein Schwall Luft durchgeht. Ich warte jetzt nochmal eine viertelhalbe Stunde und dann habe ich die Luft hoffentlich in dem Luftsammler und kann sie ablassen. Jetzt habe ich mal die große Pumpe ausgemacht und habe wieder die normale Solarthermiepumpe angestellt auf mal 100% Power. Und jetzt habe ich einen Fluss von 600 Liter pro Stunde, das wäre ja super. Jetzt lasse ich die einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde laufen und entlüfte dann nochmal. Und dann schaue ich, ob das heute funktioniert. Und wenn nicht, schmeiße ich nochmal die große Pumpe an. Ich habe jetzt mehrfach entlüftet und jetzt habe ich so knapp 600 bis 700 Liter pro Stunde mit der Solarpumpe, das ist sehr gut. Und jetzt schauen wir mal kurz bei dem Durchflussmesser an der Solarstation. Hier sieht man es auch schön. Da haben wir so etwa 10 Liter pro Minute mal 60 sind dann 600 Liter pro Stunde. Das kommt also auch ungefähr hin und man sieht auch jetzt, dass die Flüssigkeit wieder schön klar ist. Also man hört noch so ein bisschen Luft immer mal wieder durchzischen. Aber insgesamt ist es nicht mehr so milchig trüb. Jetzt sieht es ganz gut aus und jetzt stelle ich mal die Anlage wieder auf Normalbetrieb und jetzt habt ihr gesehen, also so kann man durchaus ohne die Solarflüssigkeit abzulassen die Luft rauskriegen aus dem System, aber man braucht halt eben eine externe Pumpe, die man anschließen kann, denn der schafft die Solarpumpe nicht und dann muss man eben hier regelmäßig entlüften. Zum Entlüften habe ich übrigens, da habe ich hier so ein, kennt ihr vielleicht, so ein Gipserbehälter drunter gehalten, der ist schön flexibel. Und dann kann man da gut die Luft ablassen, da kommt immer ein bisschen Flüssigkeit mit. Während ich jetzt rumgemacht habe mit einer Solarthermie, produziert die Photovoltaik schon über 2000 Watt, 2200 Watt. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie viel die heute produziert hat, 6,7 Kilowattstunden Strom hat die jetzt schon produziert. Alleine in den paar Stunden, wo ich jetzt versucht habe, meine Solarthermieanlage wieder klar zu machen. Also ganz klarer Sieger heute, Photovoltaik. Also wenn es euch gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank.